Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Tutorial im Bereich Schulportal Hessen. Wir haben beim letzten Mal nachgeschaut, wie sieht es denn aus, wenn der Schüler sich einloggen muss. Und heute gehen wir mal in zwei Bereiche rein, die für uns Lehrer sehr, sehr interessant sind. Zum einen, wie kann ich meinen Kurs vorbereiten? Wir haben gelernt, es sind schon alle Namen drin. Aber was mache ich, wenn was falsch gelaufen ist und Schüler drin sind, die gar nicht reingehören oder vielleicht Schüler fehlen? Und dann gehen wir rein in den ersten Arbeitsauftrag. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Es wird spannend. Also ihr habt die Login-Daten von Herrn Jankovic bekommen und ich glaube, diesen Prozess muss ich nicht nochmal erklären, wenn ihr es vergessen habt, wie es geht und worauf ihr achten müsst. Hier ist nochmal der Link zum ersten Video. Da gilt das Gleiche wie für die Schüler auch. Merkt euch euer Passwort und so weiter und so weiter. Rein geht es für euch zunächst einmal in die Kachel Schule. Und bei Schule habt ihr eine Lerngruppe. Die Lerngruppen zeigen eigentlich alle eure Lerngruppen, die ihr habt. Wenn ihr einen Kurs überhaupt nicht vorliegen habt, dann direkte Rückmeldung eben per E-Mail. Ansonsten werdet ihr hier aufgefordert, eben dann in den Kurs mal reinzuschauen und eine Rückmeldung zu geben. Also ihr klickt auf euren Lieblingskurs, der euch am wenigsten ärgert. Und dann habt ihr die Übersicht hier oben. Ich möchte mitteilen, das und dann gibt es 5 Bereiche zur Auswahl. Wenn was tatsächlich überhaupt nicht funktioniert, ist es natürlich rot. Und wenn ihr sagt, alles super, dann gebt ihr grün an. Wenn einer fehlt und dies und das und jenes, ihr seht es selbst. Hier ist jetzt nur Max Mustermann angegeben. Ihr checkt das Ganze, ob das mit eurer Liste übereinstimmt. Und dann können wir schon den ersten großen Schritt Richtung Zukunft gehen. Gehen zurück auf die Startseite und jetzt ist das nächste, was ihr benötigt, die Organisation. Machen wir es uns einfach. Wir gehen einfach rein in meinen Unterricht, denn das ist das, was uns und die Schüler interessiert. Die Ansicht kennt ihr schon aus der Schülerperspektive und vielleicht ist es ja jetzt mal ganz interessant, doch für die Schüler zu sehen, wie das bei uns aussieht. Ich habe mal vorbildlich hier einen Bereich angelegt. Das wäre der Ethikunterricht in der 8a. Und ihr seht jetzt hier eine Übersicht, was heute passiert. Aber wenn ich diesen Kurs verändern möchte, kann ich schon mal so als Tipp geben. Gehen wir mal in den Bereich Historie, klicken hier auf den allseits bekannten Bearbeiten Stift. Das ist, glaube ich, bei jeder App und in jedem Programm ähnlich. Wir sind jetzt in dem vorbildlich angelegten Arbeitshinweis für die Klasse 8a in meinem Ethikkurs. Und wir haben hier schon eine große Besonderheit oder eine kleine Fallschnur, die man beachten muss, wenn man zum ersten Mal damit arbeitet. Und zwar ist dieses Datum hier oben tatsächlich das aktuelle Datum. Oder ihr könnt den Haken hier dran machen, dann wäre es ein Tag davor. Also wenn ihr einen Arbeitsauftrag für den 22. Juni erstellen wollt, gebt niemals dieses Datum an, denn dann wird es erst am 22. veröffentlicht und ihr kriegt keine Rückmeldung bis zum 22. Denkt euch einfach den heutigen Tag, an dem ihr das schreibt, immer aus oder ihr macht es eben parallel zu dem Tag, an dem ihr Unterricht habt. Also merkt euch ganz einfach eben tatsächlich, ihr müsst immer den aktuellen Tag oder einen Tag, der in der Vergangenheit ist, benutzen, um einen Arbeitsauftrag zu stellen. Ich nehme jetzt einfach mal den heutigen Tag, habe einfach mal angeklickt, dass es einen Tag im Voraus gesetzt wird. Ihr gebt die Stunde ein, in der ihr Unterricht habt. Ich kann einen kleinen Hinweis geben, um was es sich hier handelt. Und das ist ein kleiner Hinweis dafür, dass alle Lernenden und sogar ihre Eltern, ich habe noch keinen Elternteil gesehen, was ein Login hat, aber es soll ja vorkommen, dass die da tatsächlich auch sich dafür eingesetzt haben, einen eigenen Login für unser Schulportal zu kriegen. Im Gegensatz dazu gibt es das dicke schwarze Männchen und das bedeutet für euch, nur ich als Lehrender oder Lehrende kann tatsächlich sehen, was dort steht. Ich habe jetzt mal methodisch, didaktisch irgendwo was rauskopiert, damit das hier drin steht. Schreibt euch Notizen rein, um tatsächlich in der Stunde besser vorbereitet zu sein. Und dann seht ihr es hier wieder, kleines grünes Männchen bedeutet, alle lesen es. Und dann ist das der Arbeitsauftrag, den die Schülerinnen und Schüler zu erfüllen haben. Und ich kann natürlich einen Dateianhang eben dazufügen und schaut aber bitte hier unten, es sind nur 32 Megabyte möglich. Das ist für ein PDF ausreichend, das ist aber nicht ausreichend, um Filme hochzuladen oder mehrere Bilder hochzuladen. Also passt da auf, solltet ihr Schwierigkeiten haben, checkt bitte erstmal die Größe eurer Dateien. Und dann wisst ihr, wenn ich vielleicht zu große Dateien hochladen möchte, dann komme ich auch nicht weiter.
Anders sieht es aber aus, und dieser Tipp ist besonders für dich, Frau Rau, wenn ich von den Schülern eine Rückantwort erwarte. Bisher war es ja so im Homeschooling, dass der Schüler uns etwas kreiert, eine Hausaufgabe beendet und dann abfotografiert oder per Dokument zusendet, aber eben per E-Mail. Und wir haben jetzt die Chance, eine Abgabe einzufordern, haben hier viele Bereiche, die ihr verändern könnt und anpassen könnt, damit der Schüler eben auch die richtigen Möglichkeiten erwischt. Also klar ist natürlich, ab wann wird das veröffentlicht, und ich kenne wenige Gründe, warum das nicht ab sofort sein soll, aber vielleicht seid ihr da eben einfallsreicher als ich. Und ganz wichtig, das ist der Bereich bis wann. Und im Gegensatz zu sonst, wo wir vielleicht bereit sind, auch nochmal einen Tag Schonfrist zu geben, ist es für euch, und das müsst ihr den Schülern klar machen, wenn hier 14.30 Uhr steht, steht da 14.30 Uhr. Ihr könnt die Uhrzeiten natürlich über den Stift ändern. Bei dem sichtbaren Text würde ich mir einfach nur überlegen, welche Ergänzungen wollt ihr da sozusagen reinsetzen, die der Schüler beachten muss beim Hochladen oder bei der Erfüllung der Arbeitsaufgabe. Wenn ich mehrere Dateien abgeben möchte, dann klar, muss ich das Ganze hier erlauben. Wenn ich beliebig häufig eine Revision sozusagen der eigenen Hausaufgaben abgeben möchte, dann muss ich auch da die Erlaubnis vorher von euch bekommen. Und ganz wichtig eben, wer darf das Ganze sehen? In der Regel wird es der Lehrer sein, aber wenn es natürlich in den Bereich reingeht, dass wir Gruppenarbeiten erlauben wollen oder vielleicht die Aufgaben für alle sichtbar eben dargestellt werden können, dann muss man hier aufpassen, dass eben auch, ich mache es mal vor, alle tatsächlich diese Kursmappe einblicken können. Bei den erlaubten Dateitypen gibt es eigentlich keinen Wunsch, der nicht erfüllt wird. Ich habe das komplette Office-Paket da drin. Ich habe sogar bei OpenOffice die Möglichkeit, die Dokumente unexportiert hochzuladen. Ich habe drei Bildformate, die es mir erlauben, tatsächlich Fotos hochzuladen. Das kann manchmal dazu führen, dass so ein iPhone-Format nicht hochladbar ist. Das müsste ich nochmal ausprobieren. Aber ich denke, in der Regel sollten wir mit PDFs und JPEGs ganz glücklich werden. Glücklich werden, was ein Quatschen. Achtung hier auch nochmal, noch sind die Server nicht so ausgebaut, dass wir den vollen Leistungsumfang erwarten können. Es sind nur 10 Megabyte. 10 Megabyte, das sind 3 hochauflösende Fotos, wenn ich wirklich mit einer Kamera geknipst habe. Also auch hier wieder Filme kann ich hierüber noch nicht hochladen. Gebt den Herren und Damen des Schulportals ein bisschen Zeit, damit sie ihre Serverkapazitäten erweitern können, und dann ist hoffentlich in Zukunft auch da mehr möglich. Ihr seht jetzt hier, und das ist das Schöne eben tatsächlich, welcher der Schüler abgegeben hat und welcher noch nicht. Sehr verlässlich haben die Schülerinnen dieser Klasse noch nicht abgegeben, und ihr habt aber hier jetzt eben dann die Möglichkeit, auf die Schüler einzeln drauf zu klicken und ihnen eine persönliche Nachricht zu schreiben, warum sie denn verdammt nochmal das Ganze nicht abgegeben haben. Ihr persönlich könnt auch Dateien hochladen für die Schüler. Ich habe noch nicht so genau den Sinn erfasst, warum ich die Hausaufgaben tatsächlich hier selber hochladen sollte. Es sei denn, die Schüler haben noch den Fehler gemacht, sie euch per E-Mail zu schicken, und ihr macht euch die Mühe, die E-Mails dann wiederum zu öffnen, die Dateien hier hochzuladen, um den Schülern dann die Aufgaben sozusagen allen zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe weiterhin, dass ich mit dieser Simplizität euch dazu bringe, mehr mit dem Schulportal zu arbeiten. Ich denke, ihr seid jetzt bereit, in den nächsten Wochen einfach mal vielleicht das gesamte Schuljahr schon mal vorzuplanen und auszuprobieren. Die Schüler sind jetzt in der Lage, das hatten wir aber letzte Woche schon mit Max Mustermann erlebt, euch Antworten zu geben. Ich bedanke mich. Ich möchte noch mal betonen, man kann uns abonnieren und man kann das Video auch liken. Das hilft uns dabei tatsächlich, dass wir immer wieder in den Vordergrund gestellt werden und auch andere Schulen, Schüler und Lehrerinnen und Lehrer auf uns aufmerksam werden. Wir sind bereit für die Zukunft. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.